Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, die vergangenen Tage sind von den fürchterlichen Ereignissen in Paris überschattet. Der Schatten ist so lang, dass er auch Deutschland erreicht hat. Und besorgt fragen sich Menschen in unserem Land, welche Maßnahmen sind zu ergreifen, um den Terrorismus auszudrehen. Stoßen die verantwortlichen Politiker, Entscheider an Grenzen ihrer Möglichkeiten? Lässt sich das unendliche Leid der Opfer und ihrer Freunde und Verwandten mildern, sodass auch sie wieder guten Tagen entgegensehen können? Wie werden wir die Angst los, die uns jetzt erreicht? Morgen begehen die Christen den letzten Sonntag des Kirchenjahres, den Ewigkeitssonntag oder den Christkönigssonntag. Dann beginnt der Advent. Die Dunkelheit, die wir jetzt erleben, ist der Raum für unsere Sehnsucht nach Licht, nach Frieden und Sicherheit. Die Kerzen am Adventskranz drücken diese Sehnsucht aus. Mit zunehmender Dunkelheit wird es immer heller. Am Ende der Adventszeit steht der hell erleuchtete Christbaum. Die Zeit der zunehmenden Dunkelheit des Advents ist die Zeit, Mensch zu werden. In manchen Berichten über die schrecklichen Ereignisse in Paris gibt es auch Mutmachendes. Da sagt eine Überlebende, hoffend, dass, egal was mir passiert, sie nicht den Glauben an das Gute im Menschen verliert. Es liegt an uns, bessere Menschen zu werden. Obwohl diese Frau durch die Hölle ging, findet sich keine Rache in ihren Worten. Es ist ein Appell der Liebe und für eine bessere Welt. So sehr die Seele dieser Frau erschüttert ist, macht sie Mut, sich nicht auseinander dividieren zu lassen. Miteinander zu leben und miteinander Freude am Leben zu haben, ist ihre Botschaft. Sie nimmt damit die christlich-jüdische Prägung unserer Kultur auf. Gerade in unserem Land, das die Dunkelheit des nationalsozialistischen Terrors und des RAF-Terrors bitter erfahren hat, haben viele Lichter in der Dunkelheit den Weg gewiesen. Pater Alfred Delp und Dietrich Bonhoeffer sind zwei prominente Leuchten auf dem Weg. Und die Finsternis hat es nicht erfasst, heißt es im Johannesevangelium. Ihr Zeugnis beginnt in dieser Zeit der Dunkelheit und im Todesschatten wieder zu leuchten. Christen schöpfen ihre Kraft aus ihrem Glauben an die Liebe Gottes, die in Jesus Christus sich gezeigt hat. Es ist jetzt nicht die Zeit gekommen, Vergeltung zu üben. Damit würde man sich auf das Niveau der Terroristen geben. Nein, es gilt, auf dem Weg zu bleiben, der sich in den vergangenen 70 Jahren des Friedens als der richtige Weg erwiesen hat. Wir bleiben auf dem altbewährten Weg und halten an den Werten fest, die unser Land neu erstehen ließ vor 25 Jahren und ein vereinigtes Europa ermöglichten, die Freiheit in Verantwortung und den Respekt vor dieser Freiheit, die Würde des Menschen begründen. Es sind die Werte, die für unsere Gesellschaft wie auch für die Europäische Union überlebenswichtig sind. Wir halten es für dringend geboten,
dass wir uns stets und in solchen Tagen wie diesen erst recht auf diese Quellen, auf unsere Wurzeln besinnen. Wir können als Europäer und als Bayern den Weg mit den anderen nur dann gehen, wenn sie den Wert der Menschenwürde mit uns verantworten wollen. Das ist das Kriterium eines gemeinsamen Weges. In diesem Sinn wünschen wir Ihnen heute viele Zeichen menschlicher Nähe und einen guten Tag. Im Jahre 1959 wurde das Versöhnungsgebet von Coventry formuliert und wird seitdem an jedem Freitag Mittag um 12 Uhr im Chorraum der Ruine der alten Kathedrale in Coventry gebetet. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Darum beten wir. Den Hass der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib. Das Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib. Die Besitzgier, die den Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Gefangenen, Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Die Entwürdigung von Frauen, Männern und Kindern durch sexuellen Missbrauch. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Amen. Und dazu segne uns Gott, der allmächtige Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zur Erinnerung unserer christlichen Traditionen und als Hilfestellung für unseren Alltag erstellte der Evangelische Arbeitskreis der CSU eine Broschüre mit dem Titel Bewusst christlich, Leitmotiv unserer Gesellschaft. Eine Broschüre immerhin von 60 Seiten. Sie enthält die christlichen Bräuche und Feste. Sie können dieses Heft, diese Broschüre erhalten am Stand der Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise oder auch am Saalausgang, glaube ich, sind sie zu haben. Und wenn Sie so wollen, ist es ein Geburtstagsgeschenk zu 70 Jahren CSU. Nun wünschen wir Ihnen einen gelingenden Parteitag mit gewinnbringenden Ergebnissen und neben aller Ernsthaftigkeit auch Beifall und Gelächter.